Habt ihr schon von Matthew-Effekt gehört? Der Name stammt von dem berühmten Mann aus der Bibel. Um genauer zu sein, das kommt aus dem Matthäus-Evangelium. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Fazit: Wer hat, dem wird gegeben. Dieser Effekt trifft auf, wenn aktuelle Erfolge mehr aus früheren Erfolgen und weniger aus aktuellen Erfolgen entstehen. Ja, es ist eine unschöne Wahrheit, dass die Welt manchmal so unfair sein kann. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das darüber spricht. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Schauen wir uns einige Beispiele an. Hast du das gesehen? Ein Typ hat vor 20 Jahren 1 Milliarde Won investiert und das sind fast 30 Milliarden Won. Das hätte ich achten sollen. Haha, du hattest damals gar keinen Call. Übertreibe ich nicht. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Diejenigen, die mit einem goldenen Löffel im Mund geboren würden, werden reicher, während das Gegenteil ärmer wird. So steigt die Ungleichheit. Der Teufel scheißt immer auf denselben Haufen. Ich wurde oft gefragt, wie ich mein Deutsch so verbessern könnte. Das Geheimnis meines Deutschlernens wäre dies. Ich habe die Grundstufe ziemlich viel studiert. Also hatte ich einen guten Wortschatz und Grammatikkenntnisse. Keinen findet. Das Sprichwort, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, trifft dir ganz den Nagel auf den Kopf. Sorry, dass ich euch heute etwas Negatives vorgestellt habe. Es gibt auch ein Sprichwort: Klein wie macht auch Mist. Anscheinend reden die Deutschen gerne über Scheiße und Mist, wenn es um Geld geht.